Swan Mobile heißt die Konferenz, auf der digitale Produkte für Kinder vorgestellt werden. Und wir lassen uns jetzt die neuesten Kinder-Apps zeigen. Herr Zanotto, was ist das Besondere an Ihrer neuesten App? Okay, ja, die App heißt Loopimal. Und das Besondere daran ist, also es geht um Tiere und um Loops, also wie der Name vielleicht sagt. Und dann, man hat verschiedene Tiere und unter dem Tier hat man eine Timeline, wo ein Cursor läuft. Und unter der Timeline habe ich wieder verschiedene Blöcke. Und ich kann jetzt diese Blöcke in diese Timeline hineinschieben und ich baue damit eine Sequenz, wo das Tier dann tanzt oder eine Melodie singt oder einen Rhythmus macht. Und ich glaube, das Besondere daran ist, dass einfach Kindern das lineare Denken näher bringt. Auch er kennt sich aus. Der russische Kinder-App-Entwickler Oleg Stawitzki und Gründer von Bubble hat sich auf kreative digitale Produkte für Kinder spezialisiert. Wir fragen ihn nach seinen Lieblings-Apps von anderen Entwicklern. Was sind die besten neuen Apps derzeit auf dem Markt? Well, right now I would say I really like, well, the first one is Metamorphabet, which has recently got an Apple Design Award. Im Moment würde ich sagen, gefällt mir die App Metamorphabet sehr gut. Sie hat kürzlich, ich glaube letztes Jahr, einen Apple Design Award gewonnen. Es ist eine interaktive, animierte App, ein Alphabet mit Animationen, wo Buchstaben von einer Animation in die nächste wechseln. Eine sehr innovative und fantasievolle App, sehr abstrakt und somit eigentlich nicht unbedingt für Kinder gemacht, aber gerade das gefällt Kindern. Another one I really like right now is called Fite Math. Eine andere App, die mir gerade sehr gut gefällt, heißt Fite Math. Es ist eine deutsche App von den Jungs, die die Marke Fite produzieren. Mit ihrer neuesten App können Kinder Mathe lernen. Sie müssen einfach nur simple Rätsel lösen und gleichzeitig lernen sie, wie man multipliziert, teilt oder abzieht, also die Mathe-Grundlagen. Das geschieht aber auf eine sehr spielerische Weise. Es macht sehr viel Spaß. Like basic math functions, and it's but also it's done in a very playful form. I really enjoy that now. Spaß für Kinder, darum geht es auch im November in Berlin, wenn bei der Kindermedienkonferenz der Bundeszentrale für politische Bildung wieder die besten journalistischen Angebote für Kinder ausgezeichnet werden. Noch bis zum 1. August können Redaktionen dafür ihre Vorschläge einreichen.